Noch sieht alles nach einem sommerlichen und trockenen Event auf dem Nürburgring aus. Hier in Nürnberg hat die DTM schon wahre Hitzeschlachten erlebt. Doch das kann sich schnell ändern. Das Regenradar verspricht nichts Gutes. Sollte es ganz dick kommen, geht es bei den Teams nicht mehr um den weiß- oder gelb markierten Hankook-Reifen, sondern nur noch um den blauen. Wir möchten natürlich den Fahrern nicht die unangenehme Situation bieten, dass sie irgendwo ins Aquaplaning kommen. Und von daher geht es hier um Wasserverdrängung. Und natürlich ist es auch ein bisschen ein Multitalent, weil der Regenreifen auch schon mit abtrockenen Bedingungen zurechtkommen muss. Unter den Wasserbedingungen muss er die Betriebstemperatur erreichen und dann natürlich auch schon wieder, wenn fast kein Wasser mehr da ist, muss er trotzdem zurechtkommen, bis dann die Teams in die Situation kommen, dass sie dann auf den Slick wechseln. Das Design der Lauffläche mag dem einen oder anderen Besucher der DTM sogar bekannt vorkommen. Das Profil, das hier eingesetzt wird, wurde nicht speziell für die DTM entwickelt. Das Profil gibt es schon länger, aber es wurde von der Profiltiefe her den Gegebenheiten in der DTM angepasst. Sprich, die Profilblöcke wurden zum Beispiel unterschiedlich gestaltet. Da geht es nämlich dann genau um das Thema Wasserverdrängung und die Vermeidung von Aquaplaning. Die Teams haben diese Boxen pro Fahrzeug und dort sind diese Regenreifen schon fertig montiert auf den Felgen drin. Und der Race Director gibt dann das Zeichen Wet Race und dann dürfen diese Regenboxen geöffnet werden und die Teams haben Zugriff auf diese Reifen.